Wollen wir ein weiteres Mal versuchen, Judas abzuschließen? Will ich ein weiteres Mal versuchen, Delirium mit Judas zu machen? Denn ich habe es oft versucht, ich bin bisher jedes Mal gescheitert. Diesmal schaffen wir es. Habe ich eventuell durch Village wieder Lust auf Resident Evil 7? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich bin so schnell unterwegs gerade. Schau euch an, wie schnell ich bin. Ich bin tot. Schau euch an, wie schnell ich war. Oh Gott. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Gott! Judas auf der ersten Ebene ist einfach so shit. Oh mein fucking Gott. Ich sterbe immer auf der ersten Ebene mit diesem dummen Charakter. Jetzt habe ich schon so viel gutes Zeug wieder verloren. Oh mein Gott, ich bin effektiv tot an dem Punkt. Okay. Puh, lass ich mal eben das Herz mitnehmen oder halbes Herz. Manchmal denke ich, dass der schlechte Ruf, den Judas hat, dass der nicht von irgendwo herkommt. Judas auf Ebene 1 wie Mage Runs in Dark Souls. Inwiefern? Wie sind Mage Runs in Dark Souls für dich? Ist, glaube ich, hier die Frage. Außer langwierig. Hat Judas nicht ein Revive auf Wechsel, ich das gerade? Das verwechselst. Oh mein Gott. Lazarus hat eine Wiederbelebung. Ich habe keine Ahnung, was mit Tainted Judas ist, den habe ich nicht frei. Muss ich auch noch irgendwann freischalten. Ugh. Es gibt so viel, was ich mit Judas noch machen muss. Aber hey, ich habe ein Soul Heart bekommen und eine Bombe. An dem Punkt ist der Run aktiviert. Okay. Oh, super Bandage. Okay. Okay, ich bin bereit. Nein, das ist nicht der Run, in dem ich Tainted Judas freischalte, weil ich nicht versuche, Tainted Judas zu machen. Unser Ziel ist Delirium. Das heißt, dafür muss ich auch ein bisschen Geschwindigkeit an den Tag legen, aber das waren gerade gute Pickups soweit. Oh, yes. Ich meine, es hat mich jetzt ziemlich langsam gemacht, was kontraproduktiv ist, wenn wir bedenken, dass mein Ziel ist, dass ich schnell sein will, um Hasch noch zu erwischen, aber komm schon. Das, was ich gefunden habe, war dafür ziemlich gut. Schaut euch den Damage an. Schaut euch den Damage an. Au. Schaut euch den Damage an, den ich nehme. Wenn ich mehr Bomben hätte. So was? Eine reicht. $0.03. Nicht das, was ich wollte. Nein, immer noch nicht das, was ich wollte. Ich hätte gerne eine Bombe. Wenn das eine Möglichkeit wäre. Dankeschön. So, der Goldraum ist irgendwo da ganz oben. Egal, wir gehen noch hoch. Langsam, aber stark. Ich habe das Gefühl, Judas ist nicht allzu langsam gerade. Einfach, weil er so stark ist.
Ich meine, seine Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht optimal, aber dadurch, dass er alle Gegner so schnell killt, legt er eine ganz gute Geschwindigkeit an den Tag, wenn ihr mich fragt. Da seht ihr das? Das war schnell. Okay, hier ist der Goldraum. Oh. Das ist dieser Raum. Das ist, naja, ist auch nicht die beste Taktik, aber sie fliegen ins Feuer und sterben. Ist auf jeden Fall nicht die verkehrteste Taktik, wenn man die Wahl hat. Okay. Das wird den Damage erstmal ein bisschen noch weiter in die Höhe erhieven. Das Problem ist, das ist überhaupt kein guter Bild für, wenn man Delirium machen will, aber für alles andere ziemlich stark. Auch wenn Proptosis natürlich nicht mehr so stark ist, wie es mal war, aber dennoch. Außerdem von Gwillen 6 Monate, Reset von Schmetzger 2 Monate, Daloiser KP 16 Monate, Rivan Böse 51 Monate, Liebke 56, Skyke frischer Sub und das war's, glaube ich. Vielen lieben Dank. Ich habe bestimmt noch mehr verpasst, aber ich will jetzt nicht für 3 Stunden scrollen. Verzeihung. Ich weiß nicht, ob das Schwert gut wäre hiermit. Das Schwert war eher mit Polyphemus sehr gut. Advantage ist auch immer ein starkes Item. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, okay, wisst ihr was? Nein. Mein Leben ist zu kurz. Old Bandage zahlt direkt aus. Das Leben ist zu kurz, um diesen Raum zu machen. Vor allem war dahinter, war da rechts nichts anderes. Das hat mir also nicht mal was gebracht, ihn zu machen. I can see forever. Sehr schön. Der nächste Goldraum. Hierophant? Ja, den nehme ich mit. Den nehmen wir mit. Okay. Ich würde sagen, auch wenn ich 0,6 Speed habe, sollten wir relativ wenig Probleme damit haben, schnell genug zu sein, um Harsh zu erwischen. Und vielleicht nehme ich auch Boss Rush mit. Mal schauen. Komm schon. Au. Vielleicht werde ich mich auch rauswarpen. Ich glaube, ich würde mich... Mal schauen, was wir bis dahin für Items haben. Ich mach's mal davon abhängig. Ne. Jetzt bin ich mal die Bombe wert. Was ist denn Fliegen? Ich habe den anderen Goldraum, den anderen Secret Room nicht, aber das ist okay. Ich denke, das ist vollkommen okay an dem Punkt. Schau ich den Damage gegen Chubb an. Und Chubb ist super tanky, auch im Late Game. Jesus Juice! Sehr schön, bisschen mehr Damage. Das hat mir gefehlt! Old Bandage wird der Leech dieses Runs. Ich glaube nicht, dass Old Bandage so viel machen kann. Ehrlich gesagt. Ganz vorsichtig. Oh. Ich habe gerade einen glücklichen Secret Room mitgenommen. Und wir bekommen zwei glückliche Schlüssel. Nicht ganz, dass ich wollte, aber... Ugh. Bud Penny. Aber ihr solltet auf dieser Ebene auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Angel bekommen.
davon. Das wäre ziemlich gut. Ugh. Was ist das schon wieder für ein Raum? Gott, ich hoffe so sehr, dass ich noch irgendwelche Items bekomme, die diesen Run noch interessant gestalten werden. Ich meine, er hat jetzt... Er ist ein grundsolides Fundament, aber wenn wir jetzt noch ein paar Items bekommen, die ein bisschen absurdes Zeug machen, dann wäre das ein guter Anfang. Ich vermute, die Stacheln verschwinden, wenn ich auf den Schalter trete. Ah ja, okay. Gut. Weiß nicht ganz, wo man auf den Schalter treten sollte, bevor man den Gegner besiegt hat, aber wird bestimmt ein Szenario geben, wo man das macht. Du wirst keinen bekommen, weil du es so herausforderst. Merkt ihr meine Worte? Nein, ich denke, damit könnte ich leben. Das Gefühl, ich habe genug Items, um diesen Run größtenteils zu Ende zu bringen. Nicht genug, um Delirium und der Hasch zu machen, aber es fehlt auch nicht viel. Wir sind aber auch nicht übermäßig schnell. Super Secret Room hat Super Secret Herzen. Warum habe ich nicht mehr die Enterbirth Mod den Soundtrack aktiviert? Keine Ahnung. Ich kann ihn irgendwann mal wieder aktivieren, aber... Das ist auch nicht der Sinn, denn weil ich hatte auch nicht vor, es immer aktiviert zu lassen. Ich hatte es halt für einen Stream mal aktiviert. Wir nehmen das. Es gibt den Sacred Heart Haufen zu holen. Eine Perf Row. Eine Perf Row. Aber warte, ich suche noch nach dem Goldraum. Moment. Ich habe das Gefühl, aktuell macht sich doch mein Mangel an Geschwindigkeit. Zeichnet sich ein bisschen aus. Gib mir ein Soul Heart. Dankeschön. Bombs sind nicht mein Highlight. Aber okay. Außerdem von der Schnaff die 92. 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich habe eigentlich The Beast mit Tented Loss geschafft. Danke, Mori. Du hast mir schon mal Glück gebracht. Yeah. Ich bin bekannt als Glücksbringer. Der Glückwunsch. In diesem Run will ich Delirium mit Judas machen. Auch wenn ich mich dafür langsam mal ein bisschen beeilen sollte. Oh Gott, nicht du. Komm schon. Wir haben dich gleich. Nein! Nein, ich muss dich irgendwie treffen. Okay. Ugh, Agent Boy. Also, wir sprengen jetzt den Engel weg. Dann holen wir jetzt einen Schlüssel und dann rerollen wir. Bei diesem Spacebar-Item müssen wir, glaube ich, gar nicht erst drüber reden, warum ich es rerollen werde. Au. Okay. Halo und Celtic Cross. Ist okay. Oh Gott. Danke, Bud Penny. Okay, weiter geht's. Reroll den Schlüssel doch auch. Ich hatte vor, den Schlüssel nicht zu behalten. So. Ich glaube, ich hätte Piercing Shots ganz gerne oder sowas. Oh mein Gott, ein Zehner.
Yo. Yo. Das ist ziemlich... Wir haben gerade eine Menge Geld dafür bekommen, dass wir unter in den Shop reingehen können. Ich hätte auch nichts dagegen, noch ein bisschen mehr zu finden. Und wir finden scheinbar noch ein bisschen mehr. Jetzt gerade so viel Glück. Ich habe auch ein Luckstat von 0. Weiß nicht, ob Luckstat irgendwas daran ändert, wie häufig man Geld aus Haufen bekommt, aber ist ja noch gut. Hm. Trail ist okay, schätze ich. Nicht gut, aber okay. Ja, und Celtic Cross wurde aktiv. Nein! Komm schon. Ich dachte, die Stacheln tauchen nicht mehr auf, wenn man, oh Gott. Wenn man alle Gegner besiegt hat. Das war nicht cool. Das war überhaupt nicht cool. Was soll das denn? Okay. Oh, Budpenny macht, dass mehr Geld aus Haufen kommt. Das erklärt einiges. Dann ist Budpenny ja gar nicht mal so schlecht. Das wäre einfach nur ein, lustig Item, aber... Scheint sogar nützlich zu sein. Unerwartet. Okay, was wird uns hier erwarten? Wahrscheinlich Mega Fatty und der Pin oder sowas. Viel Schaden, den ich hier gerade nehme. Und wir haben den Shop nicht gefunden, aber ich habe auch keine Zeit mehr. Oh nein. Vier von euch. Der war es an sich gar nicht mal so übel. Kein Deal! Kein Deal! Moment, ich hab an der Ebene davor einen bekommen. Was sage ich denn da? Warum hätte ich denn einen bekommen sollen? Ich hatte doch in der Ebene davor einen. Ich war gerade zu vertieft darauf, mehr zu sagen, dass ich gar keinen mehr bekomme in diesem Run. Dass das echt uncool ist. Alles mal auch von der Sicht der Wahrheit entspricht. Ach Gott! Kann ich was Brauchbares sein? Oh mein Gott, Bomben und Schlüssel. Soweit so gut. Ah, ich würde den Shop ganz gerne mal wieder finden. Beziehungsweise noch einen letzten Shop würde ich unglaublich gerne mitnehmen. Das Gefühl, das könnte ganz hilfreich sein. Das ist ein guter Raum. Kommt man auch mehr Geld aus Feuer? Nein! Ich wusste nicht, dass direkt noch eine vierte ankommt. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Komm schon. Nein, ich konnte nicht nach unten gehen, weil... Ich nehme gerade so viel Schaden. Oh mein Gott, nein. Fucking pay to win. Moment, ich hab keinen. Ich will den guten Brimstone noch mitnehmen da unten. Ich bekam gerade einen. Warum bekam ich da einen Soul Heart raus? Okay, Moment. Es tut mir leid. Ich werde dir für einen 24-Stunden-Timeout geben. Beim nächsten Mal. Oh mein fucking Gott. Nimm Soul auf. Hör auf für die ganze Zeit! Zu sagen, was ich machen soll. Es ist ein bisschen... Ich verstehe, dass du ein Gott in dem Spiel bist. Aber hör auf damit. Es wird wirklich anstrengend.
Ich glaube, ich habe viel zu viel Geschwindigkeit verloren, noch ob schnell genug für Boss Rush zu sein an dem Punkt. Oh mein Gott, warum mache ich so wenig Schaden? Ich mache so wenig Schaden. Warum mache ich so wenig Schaden? Auf wenig Schaden zu machen. Oh, das ist so gut. Oh, das ist ein absoluter Hit. Wir gehen so rein. Noch weiter so, dankeschön. Negativ, schätze ich. Wir nehmen keins vorbei. Ich kann nicht mal sehen, was da drin ist. Wir gehen weiter. Ich konnte nicht mal was erkennen. Ich wünschte, ich hätte die zu Bomben gemacht. Ich sage es euch, lasst die Blatt. Das ist der Stoff. Das ist ein mächtiges Item. Ich habe das Gefühl, der Run ist für das, was ich machen will, RIP, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht ganz, wie ich in diesem Run jemals Hush besiegen sollte. Will mich verarschen? Ich habe kaum HP und ich habe nichts, was irgendwie in der Defensive hilft. Und mein Angriff ist auch echt nicht so... Ich meine, er ist stark, aber auch nur auf 2 Meter. Und alles, was weiter weg ist, ist ein bisschen schwierig für mich zu treffen. Okay. Und da geht der Angel wieder hin. So laut. Ist ein bisschen spät dafür. Geh halt nah ran bei Hush. Ich meine, das wäre eine Möglichkeit. Ich werde auf jeden Fall noch versuchen, auf Hush zu gehen. Das scheint mir noch der sinnvolle Weg für diesen Run zu sein. Ansonsten ist sowieso die Delirium-Wahrscheinlichkeit mehr als gering. Und man bekommt noch ein paar Items, wenn man zu Hush geht. Das heißt, da ist theoretisch noch eine Menge drin. Soweit so gut. Soweit so gut. Wir haben ein paar Steinfreunde. Die sind nicht ganz so gut. Manch einer würde fast sagen, dass sie ein bisschen nervig sind. Warum blinken diese Gegner eigentlich? Sterben die mit der Zeit von sich aus? Nicht wirklich, oder? Das ist wirklich cool. Warum blinken die? Was hat es damit auf sich? Als Warnung, dass sie auf einen schießt, wenn man sie killt? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Doch. Okay. Das ist ziemlich gut. Ich werde das Ganze aber nach dem Bosskampf von der Ebene mitnehmen. Also die 3 Soulards, die wir hier haben. Secret Room, bist du zufälligerweise hier? Zufälligerweise nicht. Es gibt auch wieder so viele Möglichkeiten, wo der Secret Room hier sein könnte. Aber ich habe eine Menge Zeit. Okay. Okay. Okay.
Scheinbar kann man da ein Solar draus bekommen. Wenn ihr das nicht wusstet, dann kann ich nur sagen, ich wusste es natürlich. Ich kenne mich aus in dem Spiel. Ich weiß, wie es läuft. Secret Room, dankeschön. Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Bin sehr froh, hilfreiche Hinweise zu bekommen. Muss ich noch ein paar Jungs killen. Mr. Fred hält hier gerade sehr viel mehr aus, als ich mir wünschen würde. Warum so tanky, Mr. Fred? Okay. Wohl doch nicht so tanky. Hier ist ein Shotspeed up. Okay. Dann gehen wir zu... Hallo? Okay, wir haben gerade so viele Soldats auf dieser Ebene gefunden. Ist nicht mal mehr lustig. Ernsthaft. Es sind 5 Stück. Ich habe 5 fucking Soldats hier gefunden. Kannst du das Geld nicht mitnehmen für den Hush-Shop? Ah ja, shit, der existiert ja auch noch. Stimmt. Vielleicht sollte ich noch schauen, dass ich ein bisschen Geld auftreibe. Oh ja, wir haben Glitterbombe und Glitter... Oh. Ah doch, das funktioniert. Da kommt noch Zeug raus. Nicht jedes Mal. Kommt auch was Gutes raus. Das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Okay, jetzt kommt nichts mehr. Ist das einmal pro Raum? Ja. Yeah. Nein. Okay, okay, wir gehen jetzt weiter. Das ist Zeitverschwendung. Ich habe Squeezy... Doch, ich habe... Habe ich Squeezy mitgenommen? Ich habe Squeezy mitgenommen, oder? Ja, yeah, ich habe Squeezy mitgenommen. Problem ist, dass wir nur begrenzt viel Zeit haben, bis wir noch zu Hush gehen können. Deswegen... Oh Gott. Habe ich das jetzt nicht ewig gemacht. Ansonsten hätte ich da noch ein paar Münzen geholt. Da habe ich zweimal erwischt. Wirklich cool. Wirklich cool. Ich will nicht durch diesen Raum gehen. Ich will wirklich nicht durch diesen Raum gehen. Kommst du hier durch? Okay. Arcade Room. Da komme ich nicht ran. Oh. Oh, das ist gut. Das ist auch ein bisschen Bargeld. Ist das? Nein. Ich bilde mir die Tinted Rocks an dem Punkt schon ein. Mit Glitterbombs kann man maximal 65 Items pro Ebene bekommen. Au. Erinnert euch noch, als ich meinte, ich will nicht durch diesen Raum gehen. Habe mich alles entschieden. Und, jo. Nein! Ach, warum hat er mich erwischt? Das ist nicht cool. Naja, finden wir es ganz nett. Will ich Soul of... Okay, Soul of Azazel. Will ich versuchen, sie gegen Hush einzusetzen? Oder gegen It Lives? Was würdet ihr sagen? Hush? Okay.
Oh, warte, ich bin unverwundbar. Gute Bombe. Ordentlicher Kampf, wenn ihr mich fragt. Was bist du? Will ich Divine Intervention? Was haltet ihr davon? Will ich nicht? Nein? Okay, nehmen wir das. Seraphim! Warte, was wollte ich von hier noch mitnehmen? Oh, ich wollte noch eine Aufladung machen. Moment. Ich will noch mein Büchlein aufladen, bevor wir zu Harsh gehen. Das wäre mir relativ wichtig. Und dann kann ich mein Buch einsetzen, die Devil-Karte. Und anschließend noch den einen Dingens Brimstone. Ich denke, das ist ganz okay. Die gute Sache ist, wir werden Unverwundbarkeit haben bei Harsh und... das war knapp. Eventuell, durch das Pflaster sollte ich noch das ein oder andere Herz gedroppt bekommen. Das heißt, ich würde sagen, es ist nicht so unrealistisch, dass wir... Naja, ich habe Polymantel. Dass wir Harsh vielleicht sogar besiegen. Ich würde sagen, es ist möglich. Im Arcade-Raum hast du noch Münzen. Oh ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, ich habe genug Münzen inzwischen. Binky ist gut. Ich werde an der Stelle auch mal den Bad Penny ablegen. Denn sonst wird das hier fucking unerträglich. Das ist hervorragend. Firemind oder Death's Touch? Also wirklich, was würdet ihr sagen? Death's Touch? Wir nehmen Curved Horn noch mit. Firemind bringt dich nur um mit deiner Range. Das ist ein herausragender, das ist ein ausgezeichneter Punkt. Lass mich hier mal eben die kaputt machen. Vielleicht bekommen wir eine Crawl Space. Und ich kann auch unten, ich kann auch den Traumfänger mitnehmen, fällt mir gerade auf. Komm schon. Na, wieder mal kein Crawl Space für mich. Oh, ich dachte, er gibt sofort ein Soul Heart. Was wäre das? Justice? Okay, los geht's. Das TNT gibt Ding, ja, das gibt 5 Bomben, aber... Los geht's. Immer schön hinter der Kugel stehen. Nein. Bleib da, wo du bist. Jetzt habe ich mein Holy Mantle verloren. Aber wir haben direkt einige Gegner gekillt bekommen. Au. Ich glaube, das ist der Sweet Spot. Das war nicht der Sweet Spot. Oh mein Gott, Harsh, willst du mich verarschen? Okay. Ich dachte mir, wenn ich später mache, wird er erst recht abhauen. Wie sag's euch, diese Kugel erleichtert mein Leben. Ich habe einfach vor, mich nie wieder zu bewegen. Und wie verbringt ihr soweit euer Neujahr? Okay. Müssen wir uns vielleicht doch bewegen bei den Fliegen.
Ja. Ich dachte, wenn er schreit, macht er die Tornados. Nein! Da sind sie, okay. Das ist ein fortgeschrittener McFlurry. Erinnere mich an die Werbung, als sie McFlurry in Deutschland eingeführt haben. Es ist ein Tornado, es ist ein... Nein, ich weiß gar nicht, was haben sie gesagt? Sie haben auf jeden Fall sind vom Sturm weggerannt und haben gesagt, oh nein, es ist ein McFlurry. Aus irgendwelchen Gründen war das akzeptable Werbung für die Leute damals. Okay. Dann würde ich sagen, los geht's. Die Kugel ist einfach, wie wenn man mit Forgot den Körper zum Block benutzt. Yeah. War ein guter Haschkampf, yeah. Leider hatten wir den schon, aber war gut. Jetzt fehlt uns nur noch der andere Knabe. Warum pulsiert er? Oh, und ich kann... ich kann all diese Teile hier kaputt machen. Ich denke, es spricht nichts dagegen, ein paar Schädel kaputt zu machen. Emperor, nutzlos. Hankman, nutzlos. Sun! Sun ist ein absoluter Hit. Vor allem, wenn wir vielleicht noch ein, zwei HP-Ups bekommen. Dann ist die Sun sogar noch ein größerer Hit. Ich habe das Gefühl, sie ist auch so schon ziemlich in Ordnung. Okay. Dann hier noch schnell drüber. Oh ja, yeah, und ich habe Holy Mantle. Das habe ich gerade schon wieder komplett vergessen. Das heißt, ich sollte hier auch ein paar HP ansparen können im Idealfall. High Priestess und Sun. Vielleicht kann ich die Priestess-Karte noch etwas Sinnvolleres ersetzen, aber wenn nicht, dann ist okay. Cooler Raum übrigens. Vor allem, dass das zwei Champions waren. Warte, warum ist hier gerade alles voll mit Champion-Gegnern? Ist das immer so? Ist das nur die Das ist nicht immer so, oder? Habe ich was aufgehoben, das dafür sorgt, dass überall Champions spawnen? Das hat Void so an sich. Wirklich? Wie ist mir das noch nie aufgefallen? Ist der Raum rechts von mir safe? Weil er grenzt ja an sich an der Seite nicht wirklich an den Raum an, außer an zwei Miniräumen. Doch, doch, sollte safe. Okay. Mein Holy Mantle! Smartfly. Smartfly ist okay. Wird uns ein bisschen was bringen im Laufe von dem langen Kampf, würde ich sagen. Halbes Soul Heart. Naja, anfangs blockt sie sogar ein paar Projektile ab. Kann die Kugel über Löcher am Boden drüber, wenn du selbst drüber geflogen bist, wie gerade im Raum das Loch in der Mitte? Die Kugel folgt mir überall hin, oder was meinst du? Also wenn du sowas hier meinst, die kann überall... Wenn ich selber fliegen kann, dann fliegt auch die Kugel. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Lucky Penny! Das Einzige, was diesen Run gerade noch besser machen könnte, wäre, wenn wir irgendwo noch den Leech finden würden. Nah. Ey, ich bleib lieber bei meinem Curved Horn.
So, ich finde hier gerade echt nicht viele Bosse. Dann wäre die Emperor-Karte ja Premium. Inwiefern wäre Emperor-Karte Premium? Funktioniert Tick bei Delirium? Wird Delirium von der Zecke gestochen? Ja, also... Tut mir leid, Curved Horn. Ich befürchte, die Tick ist in dem Fall hilfreicher für uns. Denn 15% von Delirium können lange dauern. Dann wiederum habe ich jetzt super viel Damage verloren. Ich habe keine Ahnung. Dann wiederum habe ich so viel Damage verloren. Ich glaube, es sah gerade aus, hätte ich viel Damage verloren, weil ich zusätzlich in dem Raum noch Gegner besiegt habe. Ich denke, alle Sorgen, die wir bezüglich des Runs hätten haben können, haben sich offiziell in Luft aufgelöst. Ich sage, ganz rechts ist safe. Wäre mir ehrlich gesagt auch egal, wenn wir Delirium jetzt direkt antreffen würden. Hey, hey! Wer tot ist, der stampft nicht. Mit der Algis-Rune... Ist er was? Nein, ich sollte mein Glück nicht herausfordern. Ich wollte sagen, ich gehe jetzt unten rein. Ist mir egal, wenn ich ihn treffe, aber... Wäre es wirklich sinnvoll, nur weil ich gerade stark bin, es herauszufordern, zu sterben? Ich glaube nicht. Und das war gar nicht ganz rechts an der Wand dran. Doch war es. Okay, der Raum könnt ihr nur noch links. Das heißt, wir sind hier soweit auch sicher. Ich glaube, ich werde Delirium heute besiegen. Ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich Delirium mit Judas schaffen werde. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber ich habe da ein gutes Gefühl bei der Sache gerade. Jetzt alles hab, ist halt schon wieder komplett Overkill. Red Key. One makes you larger. Wisst ihr was? Das ist okay. Jetzt bin ich so groß, wie ich mich mächtig fühle. Enorm. Schalt mir Tainted Judas frei. Ich bin gerade bei Delirium und ich befürchte, es gibt von hier aus keinen Weg, Tainted Judas freizuschalten. Und ein Spacebar-Item zu behalten. Ich meine, wenn ich den Arki finden würde. Spawner nehme ich noch gerne mit. Wenn ich den Arki finden würde, dann klar, dann würde ich aus dem Run noch mich hier noch Judas holen. Aber ich befürchte, den finden wir ja nicht. Vielleicht werde ich danach aber direkt Tainted Judas machen, weil dann hätte ich ihn wirklich, wirklich abgeschlossen. Der doppelte, zweigeteilte Loki. Mächtig wie üblich. Hey, Contract from Below. Akzeptabel. Ich denke, ich mag Humbling Bundle mehr, aber ist trotzdem ziemlich okay. Einfach durch mein Holy Mantle durchgeschmettert. Und dann auch noch ein halbes Herz Schaden zugefügt. An dem Punkt suche ich übrigens nach Delirium. Ich vermute, er wird da ganz links sein.
Einfach Crawl Space bekommen mit R-Key drin. Ja. Yeah. Das scheint mir an dem Punkt ein realistischer Weg zu sein. Nenn mich an den Grill bei uns, da heißt es auch zwei halbe Hähnchen. Zwei halbe Hähnchen war unser. Das war jetzt die Gang, was man erstellt in der GTA 5. Wo ist er? Delirium, nein! Du bleibst jetzt hier. Ich mache gerade so guten Schaden an dir. Geh in deine wahre Form über. Damit ich noch besseren Schaden machen kann. Oh yes, das wollte ich sehen. Ich weiß, ich werde einfach zu ihm rüberrennen. Das macht so oder so keinen Unterschied. Ich werde es euch sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu viel Schaden nehme, aber weiß nicht, ob das passieren wird. Warum sind auch schon so viele Herzen gespawnt? Eventuell übertreibe ich gerade. Oh nein, da ist eine Unverwundbarkeit. Niemand übertreibt hier. Schon gar nicht ich. Oh, noch ein Herz. Alles gut, Delirium. Zeit zu sterben. Es ist an dem Punkt wirklich ziemlich unmöglich für mich zu sterben. Ich habe noch eine Sun-Karte dabei. Vergesst das bitte nicht. Dann springen wir in die Kiste. Oh, mit Judas wollte ich schon immer mal in die Kiste springen. Shade. Belial Baby. Oh. Oh, das Belial Baby war das mit dem Ring, oder? Oder? Weißt du, was ist Belial Baby? Oh, für Koop? Oh, ja, das erklärt einiges.